ist keine Demonstration, sondern ein ganz besonderes Ereignis. Da ist der Oberbürgermeister und damit der erste Bürger unserer Stadt, ist auf seinen Wunsch zu uns gekommen, als jüdische Gemeinde dieser Stadt, ein Teil der Bürger dieser Stadt, um uns angesichts der Ereignisse der letzten Wochen und der Hasstiraden gegen Juden, die ausgesprochen worden sind, sein Mitgefühl und seine Solidarität zu bezeugen. Wir brauchen nicht mehr zu hören, was Oberbürgermeister Dr. Griebel über diese Dinge hält, denn er war oft ein gern gesehener, lieber Gast bei uns und hat an Deutlichkeit und Klarheit seiner Position keinen Zweifel gelassen. Und so ist das ein Anlass, der sozusagen eine Symbolleistung ist. Der erste Bürger unserer Stadt und seine jüdischen Bürger. Ich brauche Ihnen nicht zu erklären, warum die jüdische Gemeinschaft, die jüdischen Menschen in diesen Tagen bei uns so tief betroffen sind. Vieles, das hier aufgebrochen ist, dachten wir schon lange, im Mistkübel der Vergangenheit begraben zu haben. Wir hatten nicht geahnt, dass solche Parolen 2014 noch einmal in deutschen Straßen, in Augsburger Straßen, gekrönt werden. Wir wurden eines Besseren belehrt. Von vielen Seiten bekamen wir auch Zuspruch. Einige von uns meinten, dass es vielleicht ein bisschen zu wenig und zu zögerlich war. Darüber kann man sich trefflich streiten. Aber ich glaube, auch der Durchschnitt gebildete Bürger war etwas überrascht, mit so etwas für ihn Unbekanntes konfrontiert zu sein und dachte, dass man vielleicht darüber hinweg sieht, es einfach wieder verschwinden wird, wo es eigentlich hingewünscht hätte. Aber wir werden diese Tage belehrt, dass das Ganze eingebettet ist in eine noch viel größere und umfangreichere Szene. Man braucht ein großer Kenner des Fernsehens und der Lektüre der Zeitung zu sein, zu sehen, dass ein ganzer Teil der Welt brennt. Wenn es in Gaza Hunderte sind von Opfern und man betrauert und beklagt jedes Einzelne, geht es in der Nähe davon, weniger zur Kenntnis genommen und gar nicht Thema von Parolen, um Tausende, Zehntausende und Hunderttausende von Ermordeten, von Flüchtlingen, von Verfolgten, Christen mehr wie Juden, hunderte Mal mehr wie. Und das Ganze Namen eines religiösen Fanatismus, dessen Auswirkungen wir uns in unserer schlimmsten Fantasie noch gar nicht ausmalen können. Und das ist ein Teil dieses Bildes. Wenn man das nicht sehen kann, dass hier im gleichen Buch geschrieben wird, dann wird man eines Tages aufwachen und merken, dass es bei uns angekommen ist. Ich möchte im Namen unsere Gemeinde, Herrn Oberbürgermeister Dr. Griebel und Herrn Generalkonsul Liesreich, herzlich willkommen heißen. Wir schätzen Ihren Besuch. Wie ich vorhin sagte, wir sind quasi schon zu Hause. Aber der Unterschied heute ist die Kette. Die Kette symbolisiert eigentlich irgendwie, ich bin hier da als Oberbürgermeister der Stadt. Ich will sprechen für unsere Bürger, den jüdischen Bürgern gegenüber. Das möchte ich Ihnen einladen zu tun. Vielen Dank. Liebe Hamaso, liebe jüdische Mitbürger der Stadt Augsburg.
zunächst einmal vielleicht die herzlichen Grüße auch vom Augsburger Friedensfest. Heute ist hohes Friedensfest in Augsburg. Ich habe gerade auch bei der Eröffnung der Friedenstafel, bei dem die Friedensbürger der Stadt Augsburg, ich bezeichne sie bewusst so, zusammenkommen, um ungeachtet der religiösen Zugehörigkeit, ungeachtet der kulturellen Zukunft, miteinander das Brot zu teilen, das Essen zu teilen, sich miteinander zu teilen, angekündigt, dass ich von dort weggehen möchte, um eine Solidaritätsbotschaft zu unserer jüdischen Gemeinde hier in Augsburg zu tragen. Ich habe dabei auch gesagt, dass mir das persönlich ein inneres Anliegen ist, aber dass ich das sehr bewusst als Oberbürgermeister der Stadt Augsburg und damit im Namen der Stadtgesellschaft mache. Eine Grundhaltung, eine Aussage der Stadtgesellschaft überbringen möchte. Herr Rabiner hat es schon zutreffend erkannt. Eigentlich bin ich bekannt dafür, dass die Amtskette nur in der Schublade liegt. Ich suche die Gelegenheiten nicht dafür. Ich glaube, sie sind ganz besonderen Anlässen. Sie ist ganz besonderen Anlässen und ganz besonderen Momenten vorbehalten. Und das ist auch gut so. Und heute soll sie symbolisieren, dass ich persönlich gerne mit meiner ganz persönlichen Grundhaltung hier bin und spreche, aber das gleichzeitig auch mache für die Augsburger Stadtgesellschaft, für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, zu denen sie dazugehören. Wir haben, ich kann eigentlich nur abstellen auf die letzten Jahre, in denen ich selbst in Verantwortung gewachsen bin für diese Stadt, für die Bürger dieser Stadt, für die Entwicklungen, aber auch für das friedliche Miteinander in dieser Stadt. Und ich habe von Anfang an ein gutes Miteinander erlebt und ich habe auch die alljährlichen Veranstaltungen gerne mitgestaltet, nicht als geplanten Termin im Kalender, sondern als Möglichkeit, sich die Geschichte, gerade um die Shoah, die auch hier in Augsburg stattgefunden hat, bewusst zu machen und daraus Handlungsvorsätze immer wieder zu stärken und ins tägliche Leben, in die tägliche Gestaltung der Politik und des Miteinanders zu übernehmen. Ich weiß nicht, wie oft ich in dieser beschränkten Zeit der zurückliegenden 6 Jahre gehört habe, nie wieder formuliert als Ausrufung sein. Und ich war fest auf dem Weg. Das auch so steht, wie in Stein gemeißelt. Ich habe immer gedacht, wenn Unheil auf der Welt passiert oder auch hier Unheil entsteht, dann in anderer Form, auf eine andere Art und Weise, gerichtet gegen jemand ganz anderen. Und ich stelle in den letzten Wochen fest, nicht jetzt speziell in Augsburg, da auch, da komme ich nachher gleich drauf zu sprechen, dass aus dem Ausrufezeichen hinter dem nie wieder sich ein Fragezeichen daneben gestellt hat. Und dann fühle ich mich in einer Situation der Ohnmacht zunächst einmal. Nicht genau zu wissen, was zu tun ist. Ist dasjenige, was passiert, jetzt schon eigentlich Anlass dazu, Aufhebens zu machen, es aufzugreifen? Gibt man dem Ganzen nicht zu große Aufmerksamkeit? Schürt man nicht das Feuer? Unsicherheit ist mit dabei. Man will kein Öl ins Feuer gießen. Aber ich glaube, dass wir in einer Situation sind, bei der wir zunächst einmal sagen müssen, genauso hat es damals angefangen. Ich weiß es selbst nicht, aber ich habe mich an dem Holocaust-Denkmal in Berlin sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wie alles angefangen hat. Angefangen hat alles mit der Demütigung von Menschen, mit der Zurücksetzung von Menschen, mit der Missachtung der Persönlichkeiten und dann, ich glaube, das war nicht einmal mehr nur ein schleichender Vorgang, sondern ein schneller Vorgang, der Antisemitismus und die Verfolgung, die systematische Verfolgung, die Vernichtung der Juden. Wenn wir das wissen, dann dürfen wir uns die Frage gar nicht stellen,
bei demjenigen, was wir wahrnehmen, um uns herum oder hier in Augsburg, ob das jetzt Anlass ist, dafür einzutreten und das Wort zu ergreifen und Zeichen zu setzen oder ob man zuwarten soll. Ich habe keine Angst davor, den Fehler zu machen, das Wort zu früh erhoben zu haben. Ich hätte eher Angst davor, das Wort zu spät erhoben zu haben und Entwicklungen zehnten Auges in Kauf genommen zu haben, nur weil man Sorge hat, zu über zu reagieren oder das Falsche zu tun. Und das ist auch der Entschluss, der mich hierher führt. Ein zweites kommt dazu. Es ist auch in der aktuellen Zeit nicht ganz einfach, bei den bestehenden Konfliktlagen, immerhin haben wir Kriegszustände zwischen Israel und Palästina, so zu tun, als könnten wir das ausblenden. Ich glaube, eine Solidaritätsbotschaft des Augsburger Oberbürgermeisters wird dem wenig wert sein, wenn ich genau das wiederholen könnte, was ich bei vielen Anlässen im Bereich Europa oder bei anderen Anlässen immer wieder bekräftigt habe. Ich glaube, es sollte der Eindruck entstehen, dass es Schaufensterreden sind, nicht belastbar sind, aber jedenfalls nicht in diese Lebenswirklichkeit, die wir sie im Augenblick haben, passen. Und deswegen möchte ich auch ganz klar sagen, dass mir das besonders große Sorge macht und ich mich nicht wohl dabei fühle, wenn ich auf dieses Thema anspreche. Wir sprechen in unserer Friedensstadt Augsburg und da bin ich auch mit Ihnen völlig in Übereinstimmung. Das weiß ich. Wir betonen immer wieder, dass Hass, Intoleranz, Gewalt, Verfolgung, Vertreibung und Krieg keine zulässigen Mittel der politischen Gestaltung und auch nicht der religiösen Gestaltung sind. Und trotzdem sind wir in einer Situation, wo Kriege stattfinden. Und dann hat man Angst, wenn man zu der Situation etwas sagt, dass man sich einmischt in die politischen Grundhaltungen. Und plötzlich, unwillkürlich, befindet man sich in einer Diskussion mitten darin zwischen Ursache und Wirkung, Rechtfertigung und Nichtrechtfertigung. Ich bitte um Verzeihung, wenn ich dieses Feld auslasse. Ich möchte mir nicht anmaßen, das zu tun und ich kann es auch nicht. Ich möchte appellieren, dass wir ein gemeinsames Ziel uns zurechtlegen sollten als gemeinsame Stadtgesellschaft. Das Ziel, dass Frieden möglich sein muss. Ich habe auch keine Patentrezepte, wie das geht. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir die gemeinsame Grundhaltung wiederherstellen, die am Anfang der Situation stehen, bevor Aktion und Reaktion erfolgen und bis dann irgendwann niemand mehr weiß, wie hat was angefangen und was hat wer ausgelöst. Davor steht die Grundhaltung der Menschenwürde. Und ich möchte es ganz bewusst auch hier bei Ihnen machen, dass ich an dieser Stelle das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland zitieren möchte mit dem Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht nicht, die Würde des Menschen soll nicht angetastet werden oder ähnliches, sondern es ist im Imperativ formuliert. Es ist unverbrüchlich. Es ist nicht dispositiv. Das ist eine Grundhaltung, die mir wichtig ist und die, ich glaube, auch eine gute Grundhaltung miteinander sein kann. Wenn man sich auf das rückbesinnt, dann ist es auch möglich, ohne dass man Angst vor auszulösenden Konflikten hat, in dieser Zeit bei allererstem Anschein offen aufzutreten, klar auszusprechen, Antisemitismus ist ein Verstoß gegen die Menschenwürde. Antisemitismus darf nie wieder stattfinden. Auch in Augsburg hat die Shoah stattgefunden. Deswegen sage ich als Augsburger Oberbürgermeister, dass ich in einem hohen Maß betroffen bin davon, dass antisemitische Parolen oder Transparente auch hier wieder im Fahrwasser von Demonstrationen aufkeimen. Und es interessiert mich nicht die Spur, ob das ein Transparent war, drei oder fünf, und ob einer gerufen hat, drei oder fünf, und ob die
gesamte Demo aus 500 Leuten oder 1000 Leuten bestand. Jeder einzelne Übergriff in diese Richtung ist zu verachten und zu missbilligen. Und ich möchte Ihnen versichern, dass wir in einer Demokratie niemals willkürlich darüber entscheiden, ob Demonstrationen stattfinden können oder nicht. Das dürfen wir auch nicht, weil wenn wir beginnen, die Meinungsfreiheit zu beschränken, dann setzen wir den Anfang für ein anderes Unheil. Aber auch die Demokratie hat ihre Grenzen und da müssen wir es gemeinsam aushalten, dass wir Gefährdungs- und Gefahrensituationen frühzeitig erkennen, aber dann auch konsequent handeln. Und wenn sie nicht erkannt sind, weil sie nicht offen lagen, sofort agieren, wenn irgendwelche Übertritte da sind. Da gehört auch das Auflösen von Versammlungen mit dazu, die unter dem Anschein der aufrichtigen Demonstrationsfreiheit ihren Anfang genommen haben. Und da gehört auch das Verbot von Demonstrationen dazu, wenn aus Erfahrungswerten erkennbar ist, dass solche Dinge passieren. Und da wollte ich es auch so machen, so wie wir es bei uns bekannten rechtsradikalen Gruppierungen machen. Übrigens war für heute eine angekündigt aus der rechtsradikalen Szene. Wenn ich weiß, was dahinter steckt und weiß, was zu erwarten ist, mit einem hohen Maß an Wahrscheinlichkeit, dann muss vielleicht auch mal ein etwas unsicherer Pfad bei der Wahrung der Rechte über unsere Justiz gegangen werden und das Gericht vielleicht auch ein Stück weit zu früh in Anspruch genommen werden. Aber das ist immer noch besser als zu spät. Ich möchte Ihnen ganz persönlich und als Oberbürgermeister nicht nur heute die Grüße aller anderen Religionsgemeinschaften, das wurde mir ausdrücklich aufgetragen von der Regionalbischof Grabow, von Herrn Prälat Mayer, überbringen und deren Einverständnis mit dieser Botschaft, die ich heute an Sie überbringen möchte. Und ich möchte Ihnen versichern, dass wir wachsam sind, dass wir nicht beobachten, dass wir nicht wegschauen, dass wir aktiv sind und mit Ihrer Hilfe hoffentlich die Dinge immer in einer angemessenen Handlungsweise so gestalten, dass wir uns selbst auch den Anstoß dazu geben, dass andere vermeintlich unter dem Fahrwasser nicht gerechtfertigter Behandlung die ganze Problematik hochstilisieren. Wir stehen in der Gefahr, es macht keinen Sinn, so zu tun, als würde sie nicht da sein. Ich bedauere, was Ihnen widerfahren ist, das in Bezug auf die Geschichte. Ich bedauere, dass im Fahrwasser und unter dem Etikett einer Politikkritik, die in Bezug auf die kriegerischen Auseinandersetzungen geführt werden, der Missbrauch des Trittbrett genutzt wird, um Antisemitismus aufkeimen zu lassen. Und ich schäme mich dafür, dass das in Augsburg stattfindet. Zeigen Sie unsere Solidarität und unsere Unterstützung. Shalom. Ja.